Hey Kinders, was geht bei euch? Ja, willkommen zum aktuellsten Overwatch hier auf Kersch. Das Warm-up. Leckt der da was? Hallo, hallo? Hä? Nanu, Nanu? Kann ich jetzt einen Ping sehen? Ja. 88. Hält sich in Grenzen. Naja. Es ist noch Warm-up. Das ist dieser komische Warm-up-Bug, von dem ich euch erzählt habe. Wenn das Warm-up noch läuft, wird trotzdem. Es wird irgendwann nicht mehr angezeigt, dass es läuft. Obwohl es noch läuft. Man sieht es ja. Er schießt hier irgendwie so ein bisschen durch die Wand. Wobei es auch hängt. Habt ihr das gemerkt? Er war kurz disconnected oder was weiß ich. Es ist hin kurz. Da drüben hat er den hinlaufen gesehen. Ich will jetzt noch nicht so viel mutmaßen. Das ist am Anfang. Da schieße ich auch gerade hier gerne mal in die Main, also in die Mitte rein, um. Okay. Um ein bisschen Damage zu geben. Aber ich bin mir hier möglicherweise. Oh! Jetzt schon sicher, dass er etwas durch die Wand schauen kann. Er oder sie, ich weiß es ja noch gar nicht genau, denn ihr. Oh, diese Legs und diese Legs. Letztes Mal habt ihr festgestellt, dass. Ich lag nicht ganz richtig. Ich habe gesagt, ist ein 13-Jähriger. Er war wohl dann doch eher 12 und 3 Viertel und vielleicht noch ein paar Stunden alt. Dieses Mal werde ich ganz genau hingucken. Das ist das meine ich voll Ernte. Und es ist auch überhaupt nichts, was zu unterhalten dazu beiträgt. Es ist wirklich krasser Ernst. Also, passt auf. Wir müssen erstmal das Geschlecht bestimmen. Ich fange da am liebsten an, weil das ist einfach eine schwierige Sache, ja. Durch die Links- und Rechtsbewegungen des Models erkennt man meist, wer da spielt. Und ich würde sagen, man kann schon ganz gut sehen, dass das diesmal ein Fräulein ist. Wir haben hier immer eine schöne Abwechslung zwischen Männern und Frauen. Männer und Frauen. Falls dieser jemand, falls sie jetzt denkt, einfach den Warlock auszuschalten, hilft, reicht aus, ja. Dann ist es schief gewickelt. Oh, und diese Legs. Denn ich denke, wir haben den auf jeden Fall confirmed und möglicherweise auch schon eine Aim-Unterstützung, weil es manchmal echt auf den Kopf gelockt war. Durch die Wand. Ja, wobei man auch sagt, ja, oft der Warlock ist der beste Aimbot. Also man kann halt rechtzeitig. Was ist das für ein widerliches Gelegge? Heidenei. 119er Ping. Also Mademoiselle, so geht das nicht. Wir gehen nun langsam in die Altersbestimmung über. Die kann man sehr gut am Crosshair-Placement und an den Crosshair-Bewegungen, am Aiming eben erkennen. Lasst mich kurz gucken. Es ist ein ziemlich niedriges Crosshair-Placement. Ich wollte eben sagen, das Crosshair ist gar nicht da. Also sehr schlecht schon mal, aber das ist ja Discount. Wow. Guck mal, sie guckt wirklich durchgehend auf den Boden. Das war so richtig so, ich gucke lieber nicht hoch. Damit man den Warlock nicht so arg merkt. Sie guckt nur so an den Rändern des Bildschirms. Siehst hier, wo die. Oh, das Placement ist echt eklig, oder? Also es ist schwierig, da zuzugucken, finde ich. Ja. Wir gucken jetzt mal, was da. Wie sie gerade so. Oh nein, da ist sie. Den habe ich gar nicht gesehen. Mein Gott. Ich würde sagen, man sieht heraus. Ich glaube, dass hier so ungefähr 15 ist. Lass mich mal noch genau gucken. Ja. Na. Doch, 15. 15 und 4 Tage. 15 Jahre, 4 Tage, Stunden, kann ich jetzt nicht so ganz genau sagen. Ich war ja vor kurzem krank, wisst ihr ja, da ist es so ein bisschen eingeschränkt, dieser Jedi. Ich nenne ihn mal Jedi-Sinn. Das ist Wahnsinn, oder? Dieses Placement. Und dann, und so jemand, also, ich frage mich, wieso jemand rechtfertigt, dass er im Warm-up so richtig krass war, also vor allem durch die Wand, diese durch die Wand-Kills, vor allem der von mit Hall zu mit, ist ja fast noch möglich, den sie ganz am Ende gemacht hat. Auch in den Kopf ist es sogar irgendwie noch möglich. Aber es ist so oft passiert und wenn man dann das Crosshair-Placement sieht, so spielt doch kein guter Mensch. Und diese Headshots, die sind doch nicht, oder? Oder? Leute, ich red mich schon wieder. Guckt euch das an, warum schießt ihr auf den Boden? Ich fange schon wieder langsam an zu zweifeln an meiner. Aber nein. Nee. Und dann sowas, das geht gar nicht. Also, Warlock ist auf jeden Fall. Dude. Hä? Jetzt konnte ich gar nicht sagen, was sie anhat. Naja, okay, komm. Ich denke, so einen fetten Pullover auf jeden Fall mit so, also Rentieren drauf. Es ist ja langsam Weihnachten. Vision Assist. War das jetzt gelockt manchmal? Da bin ich mir zu unsicher. Die letzten zwei Headshots, ich habe da, ja. Also Vision, es gibt eh den Ultra-Bann. Also sie wird deswegen auf jeden Fall weggebannt, das ist ganz klar. Wir haben da schon oft drüber gesprochen, es verstärkt den Bann jetzt nicht, wenn man das auch noch gibt und das die anderen auch noch hinzufügen. Aber es würde, glaube ich, meinen Overwatch-Rank verbessern oder deutlich
eher verbessern, wenn ich es noch hinzugeben würde. Vision Assist war auf jeden Fall am Start. Die durch die Wände guck Aktion war krass. Hoppala. Und es ist auch so ein übliches Verhalten, oder? Also manchmal hat man es, üblich ist ein bisschen krass ausgedrückt, aber ab und dann hat man es, dass die Leute cheaten im Warm-up und es dann ausschalten und meinen, sie werden dann nicht entdeckt. Aber Warm-up kann eben auch genauso gut mit reingenommen werden. Also es wird genauso gut mit reingenommen in die Ding, ja. Ich habe jetzt hier, habe ich hier keine doppelte, verschissen nochmal. Okay, wartet. Ich hau noch einen Skin raus, aber ich will doch was Doppeltes raus. Oh, Leute, weil ich heute wirklich scheiß gute Laune habe und bald Weihnachten ist, hau ich die Heat raus. Ich hau eine Heat raus. Ja, eine Heat. Guckt euch die Heat an. Oh, sie ist sexy. Es geht eine Heat an euch raus. Und zwar schreibt ihr hier einfach ganz nebenbei. Was schreibt ihr? Ihr beteiligt euch in eurem Kommentar einfach so ein bisschen mit an dieser Diskussion, was sie wohl ist, also so wie alt sie ist, was ihre Hobbys waren, also von der Cheaterin gerade eben, wie sie aussieht, hat sie eine Zahnspange oder nicht, so Zeug. Ihr beteiligt euch einfach da so ein bisschen und ich weiß genau, alles klar. Die Boys and Girls haben bis zum Ende geschaut und sind so ein bisschen hot auf die Heat. Und die ist halt auch hot, ne, also wortwörtlich hot. Ah, nice. Gut. Vielen Dank, dass ihr zugesehen habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.